Man muss schon ganz genau hinschauen, wenn man das Geheimnis dieser kleinen Kostbarkeiten ergründen will. Klosterarbeiten von Hand gemacht, als Zeugnis des religiösen Denkens und Fühlens. Ein biblisches Motiv in der Mitte, umrankt von aufwendigen Blumen und Ornamenten aus Draht und Perlen. Vor allem die Frauenklöster, Dominikanerinnen, Zisterzienserinnen, aber auch Benediktinerinnen und Franziskanerinnen waren auf dieses Kunsthandwerk spezialisiert. 140 Exponate aus 4 Jahrhunderten wurden für die Ausstellung in St. Ottilien aus verschiedenen bayerischen Klöstern zusammengetragen. Was mir besonders gut gefällt, das sind die sogenannten Kulissenbilder. Das sind so kleine Puppenbühnchen des 18. Jahrhunderts. Da haben wir eigentlich ganz tolle Sachen aus dem Kloster St. Walburg in Eichstätt. Das haben die Nonnen dort selber gemacht. Daher kommt ja auch der Name Klosterarbeit, weil die Nonnen das gemacht haben für ihre Zimmeraltärchen. Also jede Nonne hatte in ihrer Zelle ein kleines Altärchen, das sie selber ausgestattet hat. Und da ist eben Prunkstück, sind diese kleinen Bühnchen, Kulissenbilder. Da werden biblische Szenen gezeigt. Eine Nonne ist sie zwar nicht, dennoch ist Ingrid Hofmann seit 30 Jahren begeistert von Klosterarbeiten. Bei sich zu Hause in Geltendorf fertigt die 74-Jährige solche traditionellen Arbeiten mit viel Geduld, Fantasie und Fingerspitzengefühl. Ich kann da wirklich die halbe Nacht sitzen, ohne dass ich müde werde. Es begeistert mich dermaßen. Und immer mal wieder was Neues zu sehen oder auszuprobieren, es macht sehr viel Freude. Im Laufe der Jahre hat Ingrid Hofmann verschiedenste Materialien gesammelt. Perlen, Steine, Drähte und alte Borten. Diese Seelen hier, da wird das erstmal alles aufgeklebt. Diese Goldfolie kauft man sich so. Und mit diesem DC-Fix, damit es hinten ein bisschen samtig ist und auch das hält, dann klebt man das Motiv erst auf, dann wird es ausgeschnitten und sieht dann hinterher so aus. Dann wird es abgemacht, das ist dieser feine Bouillondraht und dann kann man da das wickeln mit diesen, meistens mit zweierlei, eine bisschen matt, eine ist ein bisschen glänzend, man kann das machen, wie man möchte. Die sogenannten Seelen sind ein wichtiger Bestandteil der Kastenbilder. Sie werden nicht aufgeklebt, sondern angenäht. Das Motiv aus Wachs in der Mitte hat Ingrid Hofmann fertig gekauft. Es zeigt Jesus, der vom Kreuz abgenommen wird. Dann kommen eben noch in der Mitte irgendwelche Blumen, die ich bereits auf Vorrat gemacht habe, rein und dann eventuell hier noch eine Borte, also eine Perl- oder eine Drahtborte rum. Am Schluss wird noch alles mit dem Deckel verschraubt und hinten mit schönem Goldpapier zugeklebt. Ingrid Hofmanns Haus ist selbst schon zu einem kleinen Museum geworden, mit den vielen Stücken, auf die sie auch stolz ist. Sie experimentiert gerne mit verschiedenen Materialien. Einige ihrer Werke sind nun auch im benachbarten St. Ottilien ausgestellt. Und so spannt sich der Bogen vom 18. bis ins 21. Jahrhundert. Heutzutage gibt es nicht mehr viele, die diese Handarbeiten beherrschen. Frater Stefan vom Kloster Andex gehört dazu. Autodidaktisch hat er sich diese Fertigkeiten angeeignet, indem er einfach mal eine Blume zerlegt hat. Dieses Kunsthandwerk kann man nicht lernen, meint er. Es kommt von innen heraus und das braucht Zeit. Ich glaube, dass eine Klosterfrau oder ein Klosterbruder, der solche Sachen macht oder gemacht hat, irgendwie auch wieder im Innersten berührt war von dem, oder er muss einen starken Glauben gehabt haben, dass er den Ausdruck hergebracht hat von einem bestimmten Bild oder von einem Watschenkindl oder irgend sowas halt. Und das finde ich ist irgendwie dann schon irgendwie mit Glauben verbunden, dann man sagt, anderes Wort für Glauben. Der Schwerpunkt der Klosterarbeiten lag schon immer im Ausschmücken von Reliquien, die sich auch heute noch in den Kirchen finden. Viele andere Klosterarbeiten sind aber aus den Gotteshäusern verschwunden, wie zum Beispiel die prächtigen Altarsträuße. Frische Blumen durften früher nicht auf den Altar, weil sie verwelken und so ein Symbol für Vergänglichkeit sind. Das hat auch ein bisschen mit der Liturgiereform zu tun. Früher waren die Zeugnisse der Klosterkunst auf allen Altären zu sehen, vor allem in Form der Buschen, das heißt große Blumengewinde, eben aus Draht zu Seiten des Altares. Die sind ziemlich alle rausgeflogen bei der Liturgiereform. Darum ist es heute nicht mehr so präsent. Aber es wird auch heute noch betrieben. In St. Ottilien kann man diese Vielfalt wieder entdecken. Altarschmuck, Andachtsbilder, Fatschenkinder, ein Prager Jesulein und vieles mehr.
Viele Werke sind auch in die Volkskunst eingegangen, zum Beispiel als Schmuck für den Herrgottswinkel, wie Professor Hans Frey erklärt. Der ehemalige Leiter des Volkskundemuseums Oberschönenfeld gab den Ausstellungsbesuchern einen Überblick über die Entstehung und Bedeutung solcher Arbeiten. Auch die Zisterzienserinnen in der Abtei Oberschönenfeld fertigten früher viele solcher Klosterarbeiten an. Ich war natürlich sehr neugierig, nachdem in meiner früheren Wirkungsstätte das Thema Klosterarbeiten ein häufiges Thema war, dass ich jetzt hier wieder überrascht werde von Objekten, die ich kenne, aber auch von einer ganzen Anzahl von anderen, mir Unbekannten und auch Neuen. Und es ist schön, dass dort die Tradition weitergeht. Ein Blickfang sind auch die Schmuckeier, die mit gefärbtem Kryll überzogen sind. Kryll, das sind winzige, gerollte Papierstreifen. Die einzelnen Materialien an sich sind also nicht so wertvoll. Durch die Gestaltung aber, also durch das Nähen, Schneiden, Sticken, Wickeln, Stanzen und Kleben, werden diese Handarbeiten wertvoll. Wertvoll auch deswegen, weil in ihnen ganz viel Hingabe und Andacht stecken. Man sagt, dass so Hände beten können.